Hallo meine Freunde, und willkommen zur 22. Folge von No Man's Sky. Ihr seht ja, wir haben eine Artefaktsignatur entdeckt und der werden wir jetzt nachgehen. In der letzten Folge haben wir nicht genug Treibstoff gesammelt. Moment. Ich hab doch Plutonium, oder? Ja. In der letzten Folge haben wir eine neue Rasse entdeckt. Ein eigenartiges Maschinenvolk, das allerdings, naja, ein bisschen maschinisch ist. Ja, mir fällt keine andere Beschreibung ein, sie sehen komisch aus. Sag es nicht, die ist unter Wasser. Sie ist unter Wasser. Bin ich mal gespannt, ob wir darauf überhaupt reagieren können. Damit überhaupt interagieren können. Was? Ach, das Nachladen immer. Ja klar, warum nicht? Was zum... Yay, schwebende Mineralien, Arschbombe! Kann ich jetzt nicht mit der Scheiß da interagieren, oder was? Oh. Okay. So schön das hier unter Wasser ja auch ist. Sie sehen ja geil aus. Wie so ein laufendes Plumpsklo. Oder so ein laufendes Hundekörbchen. Ah, das wäre allerdings... Will ich nicht den Hund sehen. Das kotzt mich jetzt an, dass ich da unter Wasser nicht interagieren kann. Also, das habt ihr total verkackt. Ich werde garantiert Plutonium brauchen, um abzuheben. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich brauche Plutonium. Toll. Also wir werden diesen Planeten jetzt verlassen. Weil es bringt nichts, wenn ich hier mit über der Hälfte aller Objekte nicht interagieren kann. Das ist jetzt nicht gut, dass hier... Das sind Fische, oder? Oh Gott. Geht weg von mir. Ah, die bewegen sich so wie diese komischen japanischen Geister. Ich hasse das. Ihr kriegt mich niemals lebend. Da unten haben wir doch was. Hat sich jetzt doch gelohnt, dass ich da lang gegangen bin. Zeit und verängstigt. Ja, das sollte reichen, um von diesem Planeten zu verschwinden. Und dann machen wir uns wieder auf in die unendlichen Weiten des Weltalls. Ja, ich hasse diese Fische. Ja, Hyperantrieb. Wie wär's, wenn wir jetzt mal ausprobieren? Ob wir nicht nur ein System, sondern auch zwei Systeme überspringen können. Das klingt doch mal nach einem Ziel.
Ich krieg hier noch Gelbsucht, wenn das weiter so geht. Ich will mal eine blaue Galaxie haben. Ach so, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Das Gute ist, dass ich hier keinerlei Probleme habe, an Tamium oder andere Ressourcen zu kommen. Außer Plutonium. Na, ich glaube, das war's. Also, dann schauen wir mal. Ein Planet. Zwei Planeten. Drei Planeten. Ha! Geil! Dann wird beim nächsten Sprung mal probiert, ob auch drei Welten zum Überspringen gehen. Naja, mit diesem komischen Hyperraum werden wenigstens die Ladezeiten geschickt kaschiert. Folgen sind wir jetzt schon im All unterwegs. 30 sind angekündigt. Ihr wisst auch, wie das ist mit den Monatsüberblicken inzwischen. Wir sagen nur grob, was euch erwartet. Es kann immer wieder sein, dass uns irgendetwas den Plan völlig durcheinander wirft. Wie es nach den 30 Folgen weitergeht, weil es war ja geplant, die Patches abzuwarten. Ich kann es euch nicht garantieren, ob wir dann noch weitermachen, also ob ich dann noch weitermache. Weil das Spiel macht mir schon Spaß, so ist es nicht. Aber wenn ich überlege, was bisher an Gameplay eigentlich möglich ist, ist das eigentlich nur ein großer Sandkasten, wo nicht viel los ist. Aber mal schauen, was die Patches bringen. Und vielleicht ist dann auch irgendwann die Motivation da, selbst wenn die Patches nicht wirklich was verbessern oder helfen, das Zentrum der Galaxie zu erreichen. Weil es haben ja schon die ersten geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte wirklich erwartet, dass das mindestens ein Jahr dauert. Aber gut, das ist halt, wenn man dann den direkten Weg wählt. So, vorsichtshalber speichern wir mal ab. Ich habe nämlich keine Lust, dass wieder alles abstürzt. Mich würde mal interessieren, was die Korvax für Raumschiffe haben. Oh Gott, da ist wieder so ein Ding. Lass dich nicht stören, ich ernte nur ein bisschen deinen Kohlenstoff. Aber es ist interessant, dass die alle menschenähnlich sind. Die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Okay, so wie es aussieht, hat Windows sich weiterentwickelt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mit einer einzigen langsamen und verzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Tja, mein Freund, leider habe ich Tanium 9 nicht mehr vorrätig. Die Entität führt das Element langsam in die Steckdose in ihrer Hüfte ein.
Okay. So fängt jeder gute Porno an. Boah. Blöder Sack. Ach, da stehen meine ganzen Infos. Ich habe eigentlich nie so drauf geachtet, was da steht. Wow, 8000, nicht schlecht. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich lasse ihn aber mal. Nickel, Iridium, Eisen, Gold. Gold brauche ich auch keins. Energiespeicher, Plutonium, Gravitationsball. Nein, nichts dabei, was mich interessiert. So, dann gehen wir mal ans Erkunden. Dann schauen wir uns... Ach, Atlas Pass. Ich habe garantiert am Anfang irgendwas Wichtiges verpasst. Oder versaut. Dass ich da eigentlich noch nichts rausgefunden habe. Warum wirst du rot? Schäm dich nicht. Ich würde zu gerne mal rauslaufen. Aber dann komme ich garantiert nur an und kann nicht durch. So, die Welt ist groß, die sieht gut aus, da gehen wir mal hin. Aber erst brauche ich nochmal ein Asteroidenfeld zum Abbauen. Da haben wir doch was. Oh ja, geil. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Kupfer, da. Wird wahrscheinlich alles Kupfer sein. Alles Kupfer. Yep. Also ich werde mir auf jeden Fall jetzt einen kleinen Tamium-Vorrat anlegen, weil, wie es aussieht, scheinen die ja auf Tamium abzufahren. Das kann mir bei Verhandlungen noch helfen. Wow. Ja. Okay, auf geht's. Schauen wir uns diese Welt mal an. Hui, Rückwärtsflug. So, dann schauen wir mal, wo wir den ersten Außenposten finden. Was war das gerade? Ach, das sind die Pflanzen. Die sehen aus wie so Tanks. Aber es ist wieder eine interessante Welt, die wir hier haben. So ein bisschen aus wie eine Vulkanwelt. Was ist da oben das? Ein Fels. Ja. Und auch Felsen. Fels, Fels, Fels. Ey je. Rechts, das sieht aus wie ein roter Totenschädel. Ha. Ich sollte mal irgendwo landen und mich ein bisschen umschauen, dass ich ein paar Infos über diese Welt kriege.
Und vielleicht ist hier irgendwo in der Nähe was, wo ich gleich orten kann. Also, was gibt's über diese Welt zu wissen? Radioaktiv, sehr schön, knapp, knapp. Ah, okay. Überall diese Hentai-Dinger. Und da sind schon wieder diese Penisse. Wächter. Die Dinger gehen mir echt gehörig auf den Geist. Ja, da hinten ist Plutonium, das brauche ich sowieso zum Starten. Mir fällt gerade ein, dass ich ja nichts mehr am Motor hatte. Ja. Das ist wie wenn man mit dem Auto stehen bleibt. Nur nicht so beeindruckend. Okay. Ich gehe mal ganz vorsichtig weg. Plutonium. Ha. Das ist Titan. Nein, das kann kein Titan sein. Ey, Mario. Ha! Ernsthaft? Tatsächlich. Ha! Das ist sehr geil. Und ein Wissensstein. Ach, wie schön. Okay, na gut, dass hier die Korvax sind, das haben wir ja schon da oben gemerkt. So, wo kann ich Emeril einsetzen? Ah, ich habe genug Platz. Cool. Ihr geht mir auf den Geist, geht weg. Es hat funktioniert und ich schieße die Dinger die ganze Zeit ab. Ah, ein bisschen Platz habe ich noch. So, na, die Platte mache ich weg. Dafür brauche ich Kohlenstoff, okay. Das muss man jetzt einfach ausnutzen. Das wird mir gut Geld bringen. Oh je, hier ist ja wirklich überhaupt nichts. Also das sind die seltsamsten Viecher, die ich bis jetzt gesehen habe. Für mein Empfinden. Also, erstmal wieder aufladen.
Sendeturm entdeckt. Das klingt doch schon mal gut. Und da ist irgendwas Unbekanntes. Schauen wir mal. Das ist nur so ein kleines Lager. So, mit ein bisschen Glück ist das Sendeturm bei einem Außenposten. Radioaktiv. Ich frage mich, ob das an der Nähe zur Sonne liegt. Einfach an der Umwelt. Oder ob es hier mal eine Zivilisation gab, die sich selbst in einem Krieg ausgelöscht hat. Ist alles vorstellbar. Die einzige Grenze ist unsere Fantasie. Okay, das sieht interessant aus. Falschtaste. Ach, ein Wissensstein, sehr schön. Meiner. Also das ist ein Korvax-Außenposten. Oder ist das eine Fabrik? No. Hallo. Ich bringe Frieden. Guthabentransfer. Das muss ich gleich mal genauer unter die Lupe nehmen. Oh, Mann. So, jetzt habe ich wieder was frei. Ah, ich will nicht fliegen. Also, chemiker Entität Axe. Korvax ansehen Testobjekt. Okay. Ich erschrecke die elektronische Lebensform bei ihrer Arbeit. Sie begrüßt mich höflich, doch beim Anblick meines Blitzwerfers vibriert sie vor Angst. Die Stimme der Entität zittert, ihre Maske wird zu einem einzigen roten Licht. Sie will ohne Zweifel sofort zurück an ihre Forschungsarbeit, hat aber zu viel Angst, den Blick von mir abzuwenden. Je mehr ich sie beruhigen möchte, desto ängstlicher wird die arme Gestalt. Dann lasse ich sie einfach mal in Ruhe. Belüftungsmembran. Oh, geil. Der Nutzer kann über längeren Zeitraum unter Wasser schwimmen. Okay. Das ist cool. Habe ich das Ding jetzt erhalten oder muss ich es lernen? Muss ich es bauen? Ich muss es bauen. Eisen und Kohlenstoff. Oh, das ist gar nicht so schwer. Naja. Dann entdecken wir hier mal und dann würde ich sagen, dass hier ein Sturm losbricht. Sieht aus wie so eine Wolfsmischung. Also als Pflanzenfresser würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Naja, wir entdecken das hier mal und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch mit dabei. Wir werden diesen Planeten in der nächsten Folge noch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht noch, oder nein, auf jeden Fall noch zum Handelsposten reisen und ein bisschen Geld verdienen. Und dann schauen wir einfach mal. Und bis dahin. Ciao. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns.